Wir stehen jetzt bei der neuen Triumph Speed Triple R und wie schon bei der Explorer wird mir wieder Uli Bonsels von Triumph Deutschland Rede und Antwort stehen zum Thema, was ist an dieser Speed Triple so anders, so neu, so toll für 2012. Uli. Also guter Tradition folgend haben wir auch bei der Speed Triple, wie bei der Daytona 675, bei der Speed Triple eine veredelte R-Version kreiert, die wir ja hinter uns stehen sehen. Ich will mal ganz kurz erklären, was alles anders ist an dem Fahrzeug. Wir haben ein Öhlins TTX 36 Federbein verbaut. Wir haben eine Öhlins NEX 30 Vorderradgabel verbaut. Wir haben wunderschöne geschmiedete PVM-Räder, die in der Summe ca. 1,7 Kilogramm leichter sind und somit natürlich ungefederte und rotierende Masse reduzieren, was wiederum dem Handling extrem zugutekommt. Schöne Bremsen sehe ich auch da vorne. Schöne Bremsen haben wir auch verbaut. Wir haben nämlich hier Brembo Monoblock-Sättel mit einer Brembo Radial-Handpumpe kombiniert, was momentan State of the Art im Sportmotorradbau ist. Wir haben einige optische Retuschen gemacht, viele schöne Carbonteile verbaut, wie die Tankblende, die Kühlerblenden und einige andere Sachen und dann diesen charakteristischen roten Heckrahmen. Also sieht sehr, sehr sexy aus, das Motorrad. Wie viel PS hatten die jetzt? Auch so knapp 140? Also am Motor und an der Peripherie ist nichts geändert worden. Das entspricht 1:1 der Standard-Speed Triple, also 135 PS. Aber für ein Motorrad ohne Verkleidung gar nicht so wenig. Wie schnell läuft die denn dann? Kann man das überhaupt noch fahren? Das kann man noch fahren, also die läuft spitze 240. Wenn man sie ein bisschen klein macht, geht das selbst im Naked Bike. Ist natürlich ein bisschen anstrengender. Kostet dieses tolle Motorrad? Auch da steht der Preis noch nicht endgültig fest. Aufgrund der feinen Komponenten wird sie natürlich, ich sag mal, ca. 2.500 Euro über der Standard Speed Triple liegen. Die Standard, was kostet die? Weiß ich nicht auswendig. Ich auch nicht. Herzlichen Dank, Uli. Immer gerne.